nicht der Fall, damit ist einstimmig so überwiesen und wir rufen Tagesordnungspunkt 3 auf. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 10062. NRW braucht ein Flüchtlingsforum. Die Landesregierung muss Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingshilfe besser vernetzen und mehr unterstützen. Es gibt dazu zunächst eine Aussprache und dann eine direkte Abstimmung. Darauf haben sich die Fraktionen verständigt. Zunächst zur Aussprache hat das Wort Frau Kollegin Brandt für die Fraktion Piraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer. Helfer helfen. Wie schön. Und wir haben heute die Gelegenheit dazu. Und an dieser Stelle natürlich noch mal mein ausdrücklicher Dank an alle Helfer, die da draußen Unglaubliches leisten. Und auch mein großer Dank an die, die jetzt zu unserer Helferkonferenz gekommen sind und sich miteinander ausgetauscht haben. Oftmals werden Lösungen einfach von oben aufgeflanscht, ohne die wirklichen Bedarfe der Akteure zu berücksichtigen. Es gibt zum Beispiel die Seite Ich helfe NRW. Also die ist gut, die will ich jetzt auch nicht schlecht machen. Da wird schon viel umgesetzt, was gewünscht wird. Aber der Austausch, wonach die Helfer eigentlich fast schreien, ist dort nicht möglich. Unsere Maxime bei der Lösung von Problemen ist, wir reden mit den Leuten und wir reden nicht über sie. Deshalb haben wir diese besagte Helferkonferenz veranstaltet und diese ganz bewusst offen gestaltet. Also nicht so wie die handverlesene Veranstaltung, die 2 Tage später mit schriftlicher Einladung hier im Landtag dann auch noch stattfand. Und die Teilnehmer, die waren uns richtig dankbar für das Forum und für die Möglichkeit, sich untereinander über Probleme und mögliche Lösungen auszutauschen. Was ist das Ergebnis der Konferenz? Es fehlen Regionalkonferenzen zum Austausch der Helferinnen und Helfer. Es fehlen Informationen zu aktuellen Entwicklungen, rechtlichen Bedingungen und neuen Errungenschaften in der Flüchtlingsaufnahme in NRW, die man zum Beispiel in der Form eines Newsletters präsentieren könnte. Der Flüchtlingsrat, hier auch noch mal ausdrücklich danke an den Flüchtlingsrat, auch was er leistet, ist fast unglaublich. Der Flüchtlingsrat ist dringend mit genügend Ressourcen auszustatten, um unter anderem künftig ein moderiertes Flüchtlingsforum zu implementieren und zu betreuen. Projekte in den Kommunen, die Modelle von Self-Empowerment entwickeln und durchführen, sollen finanziell gefördert werden. Also Hilfe für Flüchtlinge, die anderen Flüchtlingen wiederum helfen können. Und das angekündigte überregionale Beschwerdemanagement, das muss endlich implementiert werden. Am allerwichtigsten aber, das war durchgängig die Meinung, sind die hauptamtlichen Koordinierungsstellen auf Landes- und kommunaler Ebene. Und das Schöne ist, ich kann Ihnen versichern, die Kommunen sind bei diesen Forderungen der Helfer 1:1 auf unserer Seite. Das haben Sie mir erst vor ganz kurzer Zeit persönlich versichert. Unser Antrag hilft den Helfern unmittelbar und ist leicht umzusetzen. Man muss vielleicht aber auch einfach mal ein paar Schritte weiterdenken. So fordert aktuell das Deutsche Rote Kreuz eine Freistellung der Helfer, wie zum Beispiel bei der Feuerwehr. Da stände mal ein Gespräch mit den Arbeitgeberverbänden an. Man sollte vielleicht auch mal über die Anrechnung von Rentenpunkten für den ehrenamtlichen Helfer nachdenken. Rentenpunkte sind keine finanzielle Unterstützung, das wäre ja dann konterkariert zum Ehrenamt. Dennoch wird damit eine Wertschätzung ausgedrückt. Und bis zum Renteneintritt sind die Flüchtlinge integriert und zahlen in die Rentenkasse ein. Es ist also eine Win-Win-Situation. Aber das ist nur ein möglicher Ausblick. Heute haben wir die Gelegenheit, mit einfachen Sachen schnell und effektiv die helfenden Menschen zu unterstützen. Das sollten wir nicht versäumen. Und damit bitte ich Sie, unseren Antrag zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandt. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Kollege Yetim. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Kollegin Brandt, ich will zwei Punkte ganz kurz aufgreifen, ganz schnell. Wir reden mit den Leuten, also nicht nur Sie, sondern ich glaube, es tut fast jeder Abgeordnete hier, dass er vor Ort insbesondere mit den Leuten redet, mit den ehrenamtlichen Helfern. Aber auch wir als SPD-Fraktion haben vor einigen Tagen eine große Veranstaltung gemacht mit über 400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern hier vor Ort und haben uns das auch nochmal angehört, wo es drückt. Wobei ich bin sicher und die Wortbeiträge, die wir in den letzten Wochen und Monaten zu diesem Punkt hatten, aus denen ist sehr klar hervorgegangen, dass viele Abgeordnete mit den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, aber auch mit den hauptamtlichen Akteuren vor Ort im Gespräch sind und schon ganz genau wissen, wo der Schuh drückt. Einen weiteren Punkt will ich sofort am Anfang aufgreifen, das ist das Thema Internetplattform Ich helfe. Das ist ein Baustein. Ich weiß aber, dass in den Kommunen vor Ort ganz viele Internetplattformen in Arbeit sind oder auch schon umgesetzt sind. Und deswegen glaube ich, an der Stelle ist es viel wichtiger, dass wir vor Ort diese Angebote haben. Und die werden auch von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, von vielen Organisationen vor Ort geschaffen. Da findet eine, wie ich beobachte, eine sehr gute Vernetzung statt. Zu Ihrem Antrag. Ich glaube, ganz wichtig an diesem Antrag ist, das kann man gar nicht oft genug sagen, ist das Thema Dank und Anerkennung für das Engagement der Haupt- und ehrenamtlichen Akteure in der Flüchtlingsarbeit. Und ich glaube, man kann das auch ganz offen und ehrlich sagen, ohne dieses Engagement würden wir es als Land und auch in den Kommunen überhaupt nicht schaffen, diesen Zustand oder die notwendige Hilfe, die nötig ist, zu geben. Von daher an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen, aber auch hauptamtlichen Akteure in den Kommunen. Frau Ministerpräsidentin Kraft, aber auch viele andere haben das ja in den letzten Sitzungen hier auch getan. Ich glaube, dass diese Menschen, die vor Ort aktiv sind, dass die genau das Bild sind von Deutschland, das wir vermitteln sollten und nicht diese Pegidas und diese anderen ganzen Rechten, die da unterwegs sind. Das wünsche ich mir eigentlich, weil das ist gelebte Willkommenskultur und das sollte das Bild sein, das wir als Deutschland, als Nordrhein-Westfalen an der Stelle ausstrahlen. Der Piratenantrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, greift mehrfach das angebliche Organisationsversagen der staatlichen Behörden auf. Frau Brandt, ich will das auch noch mal ganz deutlich sagen. Wir hatten das ja vorhin schon in der Aktuellen Stunde, das Thema der Wortwahl. Auch das zu behaupten, es gebe ein Organisationsversagen bei all den Anstrengungen, die ich hier wahrnehme, von ministerieller Seite, aus den Ministerien, von den Mitarbeitern, von den Bezirksregierungen, aber auch von den Menschen in den Kommunen, die in den Kommunen arbeiten. Wenn ich das erlebe, dann finde ich, ist auch die Wortwahl Organisationsversagen an der Stelle ein Baustein von dem, was Sie ja immer wieder kritisieren. Dass nämlich wir über die Wortwahl den rechten Zulauf geben. Ja, das sind nicht nur die Transitzonen, das ist auch das, wo dann transportiert wird. Die staatlichen Ebenen schaffen das nicht und deswegen müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn wir auch das vermeiden würden, denn ich stelle kein Organisationsversagen fest, sondern ich stelle fest, dass es eine unglaubliche Herausforderung gibt, aber die kann man schaffen und ich bin sicher, die werden wir auch schaffen und die Landesregierung arbeitet mit einem sehr, sehr großen Einsatz daran und wenn man sich mal die Zahlen, die wir ja gerade auch noch mal gehört haben, wenn man sich die Zahlen noch mal vor Augen führt, es gibt Tage, wo wir über 3000 Menschen haben, die zu uns kommen, dann stellen Sie fest, wie wichtig das ist. Die Maßnahmen der Landesregierung, glaube ich, wird auch der Minister gleich noch mal vorstellen, die wir umsetzen wollen. Aber ich will mal zum Thema Ehrenamt noch mal sagen. Wir werden in den Bezirksregierungen fast 380 Stellen schaffen, die insbesondere zur Unterstützung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gedacht sind. Von daher glaube ich nicht, dass wir da einen Nachholbedarf haben. Die Maßnahmen der Landesregierung, zwei davon, die kennen Sie, Frau Brandt. Das ist einmal unser Förderprogramm Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe und auch das Förderprogramm Zusammenkommen und Verstehen. Ihre Forderungen bezüglich des Handlungskonzepts für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Nordrhein-Westfalen. Wir arbeiten daran, die Landesregierung arbeitet daran. Da wird das Programm COMAN gerade bearbeitet. Ich glaube, da wird der Minister auch noch mal was zu sagen. Hauptamtliche Koordinierungsstelle, ja, das ist alles wichtig. Aber ich glaube, wir haben kommunale Integrationszentren erst vor kurzem eingerichtet und die sind viel wichtiger. Denn vor Ort muss das stattfinden. Eine Koordinierungsstelle hier beim Land sehe ich an der Stelle nicht so vordringlich. Ich glaube, vor Ort muss das passieren und viele Kommunen tun das ja auch.
Und deswegen glaube ich, sollten wir lieber darüber nachdenken, wie wir das in den Kommunen unterstützen können. Das Thema Self-Empowerment-Modelle fördern, finde ich erstmal grundsätzlich begrüßenswert. Aber ich glaube, im Vordergrund steht erstmal, dass die ankommenden Menschen sich zurechtfinden müssen, dass sie erstmal wissen, was kann ich tun. Und wenn sie dann in der Situation, wenn sie das abgeschlossen haben, wäre der nächste Schritt, auch anderen zu helfen. Aber erstmal müssen wir den Menschen helfen. Überregionales Beschwerdemanagement. Herr Herrmann kann Ihnen da sicher was zu sagen. Er ist ja auch Mitglied des Innenausschusses. Auch das ist schon längst in Arbeit. Und deswegen glaube ich, hat sich dieser Antrag überholt, Frau Brandt. Und deswegen werden wir den auch ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Jethem. Und nun spricht Frau Güler, und zwar für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Jethem, es reicht nicht aus, meines Erachtens, sich hier hinzustellen und zu sagen, ja, all das, was im Antrag steht, mag ja richtig sein, aber im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort würde eigentlich jeder wissen, wie die Situation vor Ort ist, und im persönlichen Gespräch könnte man das eine oder andere klären. Ich verkürze das jetzt mal, aber das war schon der Sinn. Das war schon Sinn und der Sinn, der Inhalt Ihrer Aussage. Das ist einerseits sicherlich richtig, aber wenn Sie sich wirklich, wie sich hier behaupten, mit den Menschen vor Ort austauschen, dann werden Ihnen diese Menschen, genauso wie Sie es Frau Brandt oder mir gegenüber tun, auch sagen, dass sie sich oft alleine gelassen fühlen, dass sie sich mit ihrer Hilfe einfach oft alleine gelassen fühlen. Nicht nur, und dann zu sagen, weißt du, wenn du helfen möchtest, dann geh doch dahin oder dann klopf mal an der Tür und du könntest dies und jenes tun, hilft da manchmal einfach nicht. Und dass man ihnen stärker das Gefühl gibt, dass man sie unterstützt, dass man ihnen hilft, von Seiten der Landesregierung hier auch ein Zeichen setzt, finde ich richtig. Begrüße den Antrag an dieser Stelle deshalb sehr, möchte mich dafür auch bedanken, weil vieles drin ist, was richtig ist. Vor allem die Erwähnung, dass ein trockenes Dankeschön oft, so richtig das Ganze sein mag, oft nicht ausreichend ist. Neue Konzepte zur Förderung der Ehrenamtlichen ist das, was wir jetzt in der Tat brauchen. Denn die gegenwärtige Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa stellt uns alle vor große Herausforderungen, ob die staatlichen Institutionen oder die Gesamtgesellschaft. Und Deutschland und unser Bundesland stellen sich ihrer humanitären Verantwortung. Und natürlich sind wir bereit, die vor Krieg und politischer Verfolgung geflohenen Menschen, diesen zu helfen. Und auch ich möchte es an dieser Stelle nicht versäumen, mich bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern zu bedanken, die durch ihr wirklich großartiges Engagement die Unterbringung der vielen Flüchtlinge erst möglich gemacht haben. Das hat Herr Jethem gerade auch angesprochen, dass das ohne ihre Hilfe oft gar nicht möglich wäre. Sie helfen bei der Essensausgabe, organisieren Kleidung und Spielzeug oder vermitteln die ersten Deutschkenntnisse. Und es berührt uns alle, dass das Engagement über alle Altersgruppen hinausgeht, ob Schülerinnen und Schüler, die nach ihrem Unterricht helfen, Studierende, Hausfrauen und Rentner, die genauso anpacken wie Berufstätige. Und damit fangen die vielen Helferinnen und Helfer auch die Versäumnisse der Landesregierung auf. Die CDU-Fraktion fordert schon seit langem ein Gesamtkonzept, und zwar nicht nur, was die Unterbringung der Flüchtlinge betrifft. Denn es kann nicht sein, dass Kommunen per Amtshilfe zur Errichtung von Notunterkünften zur Verpflichtung verpflichtet werden. Das kann auf Dauer keine Lösung sein, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Kommunen müssen finanziell entlastet werden. Und in der Organisation der Flüchtlingsunterbringung, Herr Mostafizadeh, Sie müssen auch mal lernen, zuzuhören. Oder Herr... Andernfalls sorgt die Landesregierung nur für Unmut und Enttäuschung, vor allem bei denjenigen, die mit großem Eifer in den Flüchtlingsunterkünften ihre Hilfe anbieten. Ja, wir müssen bürokratische Hürden abbauen, das steht in Ihrem Antrag drin. Für Ehrenamtliche
viele Zugänge erleichtern. Und ja, wir brauchen auch ein zentrales Beschwerdemanagement. Und das haben Sie, Herr Herrmann, gerade auch richtig kommentiert. Es mag sein, dass man daran ist, aber seit einem Jahr kriegen wir da eigentlich wenig von mit. Und es gibt genug Bundesländer, die vormachen, wie man es richtig machen kann. Im Antrag ist das Beispiel Baden-Württemberg erwähnt. Und man muss auch nicht an jeder immer wieder das Rad neu erfinden. Man kann hier auch etwas Gutes durchaus abschauen. Wir dürfen es nicht fahrlässig hinnehmen, dass Ehrenamtliche, die die Situation vor Ort sehr genau kennen, demotiviert werden, weil ihr Feedback von staatlichen Institutionen einfach nicht ernst genommen wird. Die staatlichen Institutionen brauchen ehrenamtliches Engagement und sollten dieses auch würdigen. Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen ist groß. Das muss erhalten und gestärkt werden. Ich glaube, darüber sind wir uns hier alle einig. Und wir als CDU-Fraktion haben bereits in einem eigenen Antrag gefordert, dass es hauptamtliche Anlaufstellen für die ehrenamtlichen Tätigen geben muss. Die Zukunft als zentrale Ansprechpartner, die zukünftig als zentrale Ansprechpartner agieren und die Information, Vernetzung und Qualifizierung organisieren. Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen sowie eine stärkere Vernetzung und Fortbildung, um mehr Ehrenamtliche gewinnen und vermitteln zu können. Alle staatlichen Stellen und die Zivilgesellschaft stehen hier in der Pflicht bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Und dennoch, auch wenn Sie sehr viele gute, wirklich gute Punkte in Ihrem Antrag haben, wir werden uns an dieser Stelle enthalten, aus folgendem Grund, Frau Brandt. Wir hätten uns gewünscht, dass Sie diesen Antrag wie ursprünglich geplant in den Ausschuss bringen, dass wir im Ausschuss über die einen oder anderen Punkte diskutieren können, weil meines Erachtens, es ist nicht falsch, aber diskussionsbedürftig sind die Punkte Flüchtlingsrat und Regionalkonferenzen. Dagegen haben Sie sich entschieden und das zur direkten Abstimmung hier gestellt. Deshalb gibt es von meiner Fraktion an dieser Stelle auch nur eine Enthaltung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Güler. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Frau Kollegin Felte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Es ist schon großartig, was in diesem unserem Lande passiert. Es ist großartig, wie viele Menschen sagen, ja, willkommen und ja, wir helfen. Und es gibt auch nichts, was dem irgendwie einen Einhalt gebieten kann. Zunehmend immer mehr Menschen melden sich und sagen, da, wo Hilfe gebraucht wird, sind wir zu stellen. Und ich glaube, das ist etwas, auf das wir in diesem Land sehr, sehr stolz sein können, auf das wir in unseren Städten sehr, sehr stolz sein können, auf das wir in all unseren Einrichtungen, Kirchen, Gemeinden, Moscheegemeinden und so weiter sehr stolz sein können. Und wir können nicht genügend dankbar sein für die Menschen, die sich Tag für Tag und neben ihrer beruflichen Arbeit da einbringen. Und wenn es Expertinnen gibt und Experten für die Situation, die sich vor Ort darstellt, wie funktioniert das eigentlich mit der Flüchtlingsunterbringung? Wie funktioniert das mit der Integration vor Ort? Dann sind es viel und ganz, ganz vielen Stellen die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die in Zusammenarbeit mit den Kommunen da eine Menge zu beitragen können. Und dazu braucht es, Frau Brandt, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dazu braucht es natürlich auch Koordinierung, dazu braucht es Unterstützung des Ehrenamtes. Und das ist auch der Grund, weshalb die Landesregierung schon auch Mittel zur Stärkung des Ehrenamtes bereitgestellt hat. Über die Höhe kann man sich immer streiten. Und manchmal sind die Mittel da und die Realität geht über die Mittel hinweg. Trotzdem können wir stolz darauf sein, dass wir diese Mittel zur Verfügung gestellt haben. Und ja, und da streiten wir uns ja, werden wir auch nicht aufhören, darüber uns zu streiten. Ja, ich habe mit Absicht die Kommunen genannt, weil die Arbeit passiert in den Kommunen. Die ehrenamtliche Arbeit passiert in den Kommunen, die hauptamtliche Arbeit passiert in den Kommunen. Und auch die Koordinierung von Ehrenamt und in Zusammenarbeit mit Mitteln der Integration muss in den Kommunen als allererstes passieren. Und das Land hat die Aufgabe, die Kommunen dabei zu unterstützen. Und ich glaube, das tun wir. Und wir haben die feste Absicht, das auch weiter fortzuführen und noch zu verstärken.
Und deswegen, denke ich, sind die Kommunen auch die ersten und wichtigsten Ansprechpartner. Und da können wir, Herr Jettem hatte ja auch schon darauf hingewiesen, auch noch mal auf die kommunalen Integrationszentren verweisen, die ja in diesen Tagen über ihr Stellenbudget hinaus eigentlich auch Herausragendes leisten. Und ich glaube, wir können sehr stolz auf die Arbeit der kommunalen Integrationszentren an dieser Stelle sein. Genauso stolz wie auf andere, die vor Ort koordinieren. Wenn ich mit in unseren Häusern in meiner Stadt und in den anderen Städten, die ich besuche, mit den Ehrenamtlichen spreche, dann wünschen die sich in der Tat Anlaufstellen, die wünschen sich in der Tat Koordinierung. Aber ich glaube, auf die Idee, jetzt über eine Kultur der Ehrung, die wir dringend brauchen, da bin ich ja ganz bei Ihnen, jetzt dann neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit noch auf Regionalkonferenzen zu fahren und dann zu gucken, was macht eigentlich die nächste Stadt und was wird da gemacht, kommen viele, viele von denen nicht. Man kann aber so eine Idee durchaus diskutieren. Nur wenn Sie es jetzt direkt zur Abstimmung stellen würden, da würde ich lieber basisdemokratisch, wie ich denke, mit den Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern darüber sprechen. Also von daher tut es mir leid, also an der Stelle können wir da nicht bei Ihnen sein. Und was die Frage des Internets angeht, also ich weiß, das Beschwerdemanagement, das haben wir ja aus dem Innenausschuss gehört, ist auf einem guten Weg. Der Flüchtlingsrat ist in der Finanzierung auch auf einem guten Weg. Und die Frage halt der Präsenz und der Koordinierung, Sie können über diese Seite schimpfen. Ich finde, die Seite ist wenigstens ein guter Anfang und etwas, was weiterführt. Und es tut mir leid, dass wir den Antrag jetzt ablehnen müssen. Ich hätte ihn gerne im Ausschuss diskutiert, aber wenn Sie auf direkter Abstimmung bestehen, dann ist das eben so. Und wir werden im Ausschuss sicher noch mal Möglichkeiten finden, die einzelnen Themen zu diskutieren, ohne die große Emphase, wie wir es im Integrationsausschuss gewöhnt sind. Deswegen freue ich mich auf weitere Diskussionen dort und wegen des Antrags tut es mir leid. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Felte. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Dr. Stamm. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich finde, dass die Tonlage sich wohltuend vom heutigen Vormittag unterscheidet. Herr Jettem ist ja auch jemand, der gerne sehr kräftig argumentiert, aber auch an dieser Stelle offenbar ein Gespür hat, wo das angebracht ist und wo nicht. Vielen Dank, dass wir hier insgesamt vernünftig diskutieren. Gilt auch für Frau Felte und Frau Güler selbstverständlich. Und das tut, glaube ich, einer Debatte gut. Es ist eben schon angesprochen worden, dass wir auch als Parlamentarier denjenigen danken müssen, die im Moment vor Ort die Arbeit stemmen, die mit Überstunden bei den Hauptamtlern im Grunde genommen ja dann auch ehrenamtlich tätig sind über das, was sie über ihre Hauptamtlichkeit hinaus machen. Dass wir vielleicht auch mal uns bedanken, auch bei den kommunalen Beamten, die zum Teil nicht auf die Uhr gucken und vor Ort viele Dinge stemmen, um die sonstigen Pflichtaufgaben auch weiter am Laufen zu halten. Auch da kann man ein Dankeschön sagen, auch vielen Lehrerinnen und Lehrern, die versuchen, diese schwierige Situation jetzt an den Schulen aufzufangen. Und ich finde es auch ehrenwert, das sage ich an dieser Stelle, dass die Piraten Helfer aus der Flüchtlingsarbeit zu einer Konferenz eingeladen haben. Und ich will trotzdem darauf eingehen, warum ich oder warum wir als FDP diesem Antrag hier jetzt nicht folgen. Und zwar schätze ich, dass Kollegen wie Frau Brandt oder auch Herr Herrmann wirklich mit großer Intensität, großer Leidenschaft und zeitlicher Intensität dieses Thema beachten. Und das ist, denke ich, auch etwas, was man von professionellen Politikern erwarten muss, was, glaube ich, nicht immer und überall dennoch der Fall ist. Aber hier wird von Ihnen das sehr professionell gemacht. Ich nehme das für uns auch in Anspruch. Und wir kommen, das muss man eben dann sagen, bei vielen zentralen Entscheidungen zu diesem Thema zu unterschiedlichen Bewertungen. Und das gilt auch, was die politische Ausrichtung des Flüchtlingsrats angeht. Da haben Sie eine sehr große Nähe zu einer Position, die sich sehr stark Richtung Open Border orientiert. Das ist eine Haltung, die man haben kann, die man vertreten kann. Es ist aber nicht die der Freien Demokraten, weil wir glauben, dass wir geregelte Verfahren brauchen und dass wir
auch eine differenzierte Betrachtung der verschiedenen Flüchtlingsgruppen brauchen, um adäquate Lösungen, auch unterschiedliche rechtliche Lösungen hervorbringen zu können. Und deswegen tue ich mich jetzt schwer zu sagen, wir geben jetzt besondere Fördermittel an den Flüchtlingsrat, der natürlich genau diese Position von Open Border ja auch in Broschüren, in politischen Diskussionen und so weiter immer weiter vorträgt. Ich halte das für den falschen Weg. Deswegen bin ich gegen eine solche institutionelle Aufrüstung des Flüchtlingsrats. Ich bin sehr wohl an anderer Stelle, und das wären dann Dinge, die man im Ausschuss hätte diskutieren können, hätte man durchaus darüber sprechen können, wie man die dezentrale Flüchtlingsarbeit effizienter unterstützt, was man auch an zusätzlichen Mitteln für die Koordinierung von Ehrenamt noch besser auf den Weg bringen könnte. Da wären wir möglicherweise bei Ihnen mit an Bord gewesen. Jetzt bestehen Sie auf der direkten Abstimmung, und deswegen werden wir an dieser Stelle nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Stamp. Und nun spricht der zuständige Minister in der neuen Funktion die erste Rede, Herr Minister. Herr Schmelzer, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Präsident, aber auch in der neuen Funktion hat sich hier nichts geändert, ist also alles beim Alten. Pulthöhe bleibt. Herzlichen Dank. Tausende von Männern und Frauen kümmern sich in diesen Tagen um die ankommenden Flüchtlinge, und ich sage auch in dem Tenor des Kollegen Stamp, ja, jeder Kontakt, jede Konferenz mit Ehrenamtlern, jede persönliche Ansprache an Ehrenamtler und der Kontakt zu diesen ist seitens der Politik immer zu begrüßen, egal von welcher Fraktion. Und diese Ehrenamtler tun ihre Arbeit mit einer bewundernswerten Energie und Einsatzbereitschaft, und zwar alle Beteiligten. Ich sage das sehr wohl bewusst, die vielen, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die hier schon angesprochen wurden, aber auch nicht zu vergessen, die vielen Hauptamtlichen. Ihnen allen möchte ich auch von diesem Pult aus sehr, sehr herzlich danken, und ich betone mit Blick auf den Wortbeitrag der Kollegin Güler, die ich jetzt nicht mehr sehe, dass dies kein trockener, sondern ein ehrlich gemeinter und sehr herzlicher Dank ist. Auf das, was vor Ort geleistet wird, können wir alle gemeinsam stolz sein. Dort zeigen sich Mitmenschlichkeit und Solidarität, wie wir sie uns besser nicht wünschen könnten. Die Flüchtlinge, die heute Hilfe und Anteilnahme erfahren, werden dies nicht vergessen. Das wird positiv in ihrer Erinnerung bleiben, und das wird ihren Integrationsprozess in unserer Gesellschaft fördern. Dessen bin ich mir absolut sicher. Und bei all diesen Dingen, so habe ich zumindest die Diskussion bisher wahrgenommen, sind wir doch relativ einig. Wir haben immer gesagt, Aufnahme und Versorgung, das sind die zentralen Aufgaben, die wir aktuell bewältigen müssen. Aber Unterbringung und Versorgung dürfen nicht alles sein. Wer mit Bleibeperspektive hier ist, der muss so früh wie möglich Zugang zu unseren Integrationsangeboten haben, der muss so früh wie möglich unterstützt werden. Und deshalb ist es gut, dass jetzt Asylsuchende mit Bleibeperspektive Zugang zu den Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge haben. Dafür hat sich Nordrhein-Westfalen seit Jahren eingesetzt, im Bundesrat, aber auch auf den Fachministerkonferenzen. Ein Bestandteil dieser Kurse ist ja auch die Vermittlung von Informationen über das Leben und über die Werte in Deutschland. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, im Antrag der Piraten steht vieles, was ich gerne unterschreibe. An erster Stelle den Dank an die Helferinnen und Helfer und die Notwendigkeit, die Akteure vor Ort zu vernetzen. Es findet sich aber auch manches, was falsch oder gar ärgerlich ist. Wenn man bedenkt, dass 2007 insgesamt 5.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen Schutz gesucht haben in einem Jahr, und dass es aktuell bis zu 3.000 an einem Tag sind, dann wird die Dimension der Aufgabe deutlich. Diese Aufgabe wird in Nordrhein-Westfalen mit einem enormen Kraftaufwand geschultert. Einiges davon haben wir ja heute schon gehört. Nicht nur in den Einrichtungen selbst, auch in den zuständigen Verwaltungen wird bis an die Grenzen des Leistbaren gearbeitet. Wenn die Piraten nunmehr von Organisationsversagen sprechen, dann muss das von denen, die vor Ort viel mehr tun als ihre Pflicht, als Geringschätzung ihrer Arbeit empfunden werden. Und das haben diese Menschen vor Ort, die diese Arbeit erbringen, definitiv nicht verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Piraten sprechen auch die Notwendigkeit eines koordinierten Beschwerdemanagements an. In der Zuständigkeit des Innenministeriums werden wir neben den dezentralen Beschwerdestellen als zweite Säule eine überregionale Koordinierungsstelle einrichten.
Im Einvernehmen mit der Freien Wohlfahrtspflege soll die überregionale Koordinierungsstelle beim Flüchtlingsrat angesiedelt werden. Der Antrag spricht auch von der Notwendigkeit, das ehrenamtliche Engagement zu fördern und zu vernetzen. Genau das tun wir aber seit langem. Für mein Haus nenne ich zuerst unser Ehrenamtsprogramm, das wir 2015 aufgelegt haben. Seit Februar haben wir in Kreisen und kreisfreien Städten ehrenamtliche Initiativen vor Ort gefördert. Ich nenne zweitens das Soforthilfeprogramm Zusammenkommen und Verstehen, das wir im September aufgelegt haben. Alle Kreise und kreisfreien Städte haben einen Antrag gestellt, viele über die kommunalen Integrationszentren. Alle Anträge sind zwischenzeitlich bewilligt. Besonders erwähnen möchte ich das Programm Komm an, das sich in Erarbeitung befindet. Das MAIS erarbeitet hier in Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales ein flächendeckendes Aktionsprogramm zur weiteren Koordinierung und Vernetzung in der Flüchtlingshilfe tätigen ehrenamtlichen Personen. Und die kommunalen Integrationszentren sind angesprochen worden. 49 sind es, das 50. wird bald eröffnet. Und es ist wichtig, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitarbeitern vor Ort im ständigen Austausch zu sein und auch zu hören, wo es weiter knackt, damit gerade die nämlich die hauptamtliche Anlaufstelle für das Ehrenamt sind, dass genau die noch weiter intensiv vor Ort ihrer Tätigkeit nachkommen können. Und darüber hinaus Flüchtlinge und Asylsuchende bei ihrer Ankunft in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu unterstützen, werden wir in den nächsten Wochen auch eine Ankommensbroschüre auflegen. Die Broschüre soll möglichst kurz, verständlich und mehrsprachig wesentliche Informationen zu den wichtigsten Themen und Institutionen für eine erste Orientierung vermitteln. Sie sehen, Nordrhein-Westfalen tut bereits jetzt viel für die Förderung und weitere Vernetzung des Ehrenamtes. Es wird mehr werden, das garantiere ich. Wir werden die Menschen, die vor Ort Großartiges leisten, wir werden unsere nordrhein-westfälische Zivilgesellschaft weiter aktiv unterstützen. Und diese Unterstützung basiert unter anderem auf vielen, vielen Gesprächen mit denen, die vor Ort tätig sind. Und auch ohne Überweisung garantiere ich Ihnen schon jetzt, wir werden im Integrationsausschuss, und wenn es von mir kommt, dieses Thema weiter beraten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Schmelzer. Und für die Piratenfraktion hat sich noch einmal zu Wort gemeldet Frau Brandt. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Das war jetzt ja gerade symptomatisch mit den Wörtern und mit Bedacht. Herr Yetim hat jetzt versucht, ich habe ja fünfmal aufgehört zu zählen, mich und den Antrag zu koppeln mit dem Wort Organisationsversagen, was ich nicht einmal in den Mund genommen habe. Und Herr Schmelzer hat es dann auch direkt benutzt. Ich weiß nicht, ob die Reden zusammengeschrieben worden sind. Das Wort Organisationsversagen fiel nie. Ganz im Gegenteil, ich habe ja sogar die Ansätze der Landesregierung explizit gelobt. Was auch symptomatisch ist für das Auflanschen von Lösungen, Herr Yetim, Sie sagen, Sie glauben, andere Sachen als die, die im Antrag stehen, sind besser. Uns haben die Helfer gesagt, sie wissen, was sie brauchen und was besser ist. Und auch Jutta Felte sagte, Regionalkonferenzen, nee, ich glaube, da kommen gar nicht so viele Helfer hin. Die Helfer haben sich diese Regionalkonferenzen gewünscht und die wollen kommen. Ja, und außerdem habe ich eben, was ich gerade schon sagte, mitnichten geschimpft. Ich habe die Sachen, die auf dem Weg sind, von der Landesregierung gelobt. Ich habe nur gesagt, was noch zusätzlich fehlt. Und diese Informationen hatte ich aus erster Hand. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Brandt. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung. Alle fünf Fraktionen haben sich auf eine direkte Abstimmung verständigt. Wer also stimmt jetzt diesem Antrag so zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD, Grüne und FDP stimmen gegen diesen Antrag. Wer enthält sich? Es enthält sich die CDU-Fraktion und damit ist der Antrag mit. Es enthält sich die CDU-Fraktion und damit ist der Antrag mit breiter Mehrheit im Hohen Haus abgelehnt. Tagesordnungspunkt 4.